Also wir haben angefangen mit 6 Leuten. Davon sind einige nicht mehr dabei, aus zeitlichen Gründen weggezogen, wie es halt überall ist. Und im Augenblick sind wir ca. 10 aktive Mitglieder. Wir haben 2009 Himmelfahrt die Ausschreibung für die ersten Highland Games in Bad Kösritz zum Werfertagen bekommen. Und zum Himmelfahrt saßen wir zusammen, haben uns überlegt, dass wir an dieser Sache mal dran teilnehmen. Haben das recht lustig gefunden, Baumstamm drehen, Gewichthochwurf, weil wir alles kräftige Kerle sind. Haben wir ein bisschen hin und her diskutiert, was getrunken. Und dann kam der Entschluss, wir machen das, wir nehmen dran teil. An dem Abend ist auch noch der Name entstanden. Es hat nicht lange gedauert und dann kamen wir auf den Namen Mühlsteine Löberschütz. Wir trainieren einmal die Woche auf dem Trainingsplatz, manchmal auch zweimal die Woche. Ansonsten sind alle, die hier trainieren, auch noch im Fitnessstudio und wir haben alles. Wir haben uns alles geschaffen, alles gebaut, was man für das Training braucht. Also 80% bei der ganzen Geschichte ist Technik. Man kann viel mit Kraft machen, aber mit der Technik verfeinern und halt die Kraft noch optimieren. Man kann sich bei dem Sport unwahrscheinlich gut austoben. Man kann Kraft, Höchstleistung bringen. Auch Geschicklichkeit ist bei uns viel dabei. Kann sich jeder ausleben, Rennen, Geschicklichkeit, Kraft. Man hat auf den Wettkampfplätzen Leute, die man kennenlernt. Es ist eine Gemeinschaft, es ist eine Solidarität zwischen den Leuten. Das heißt, wenn einer sein Harz vergessen hat, da wird ohne weiteres sich das von jemand anders geborgt. Magnesia wird sich geborgt. Es gibt nichts, dass man oder jemandem was erklärt, wenn was nicht so richtig läuft, ein paar Tipps gegeben und so. Wir haben noch nie erlebt, dass da jemand nichts gesagt worden ist, jemand weggestoßen ist. Es ist halt eine unwahrscheinlich coole Gemeinschaft und das macht die ganze Sache aus. Wir haben erste, zweite Plätze in Highland Games belegt, die unwahrscheinlich viel Spaß gemacht haben. In Drebsen zum größten Highland Games in Deutschland, da hatten wir schon unseren zweiten Platz gehabt. Wir haben auch schon dritte, vierte, fünfte Plätze. Eigentlich ist für uns jeder Wettkampf ein Erfolg. Das haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben, dass die sportliche Sache hier absolut im Vordergrund steht und der Spaß. Wir haben 2013 als Aushilfe angefangen beim Drachenbootrennen. Ein Bekannter von uns hat für das Indoor-Paddeln, dafür hat unser Bekannter Aushilfskräfte gesucht, weil er das Boot nicht voll bekommen hat. Und da haben wir gesagt, gut, den Spaß tun wir uns an, das machen wir mit. Sind da in Magdeburg gewesen, haben teilgenommen, haben dort unwahrscheinlich nette Leute kennengelernt. Partyflotte, Seerunners und die Magdeburger als Mannschaften und alle anderen Mannschaften haben wir sehr nett, interessant gefunden. Ist genauso wie bei uns in Highland Games ein sehr kameradschaftlicher Sport. Man powert sich aus, es sind nette Leute, es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und dadurch sind wir zum Indoor-Paddeln gekommen. Wir wurden halt drauf gedrängt, nachgefragt, wann die Mühlsteine denn endlich mal ihre eigenen Highland Games machen wollen. Und dann haben wir zusammengesessen und haben gesagt, wir holen eine Kiste Bier, eine Kiste Wasser und eine Kiste Limo
und machen hier kleine Highland Games. Zum Schluss sind drei große Zelte draus geworden, ein Bratwurststand und ein Whiskyhändler, 15 Wettkämpfer und wir haben hier einen fantastischen Tag verlebt mit Dudelsackmusik, mit schottischem Whisky, mit hervorragenden Wettkämpfen, die von der Leistung her sehr gut waren. Es waren sehr gute Leute am Start und der Tag für uns war gelungen. Wir haben ihn sehr schön empfunden, haben von vielen, die zu Besuch waren, das erste Mal gesehen haben hier in der Gegend, auch nur gute Kritiken bekommen und deshalb wird es auch dieses Jahr 2015 wieder stattfinden. Und ich möchte noch einen herzlichen Applaus für die Jungs aus Milberschütz, für die Mühlsteine. Danke für den geilen Wettkampf. War echt cool und wir wollen nächstes Jahr wieder herkommen und das ist ein Versprechen. Danke. Dürfen wir nächstes Jahr wieder herkommen? Ja, ja.